Heidi Krieger, DDR. Also dieser erste Platz im Kugelstoßen bei den Europameisterschaften, der bedeutet mir nichts mehr. Ich habe durch die Erkenntnis, dass ich also doch ganz schön vollgepumpt war mit diesen Dopingmitteln, dass ich also diese Weite nicht meine eigene Arbeit war. Europameisterin 1986, Heidi Krieger, Deutsche Demokratische Republik. Wenn Sie keine Anabolika bekommen hätten, wären Sie heute noch eine Frau? Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß es nicht, wie mein Leben ohne dieses Zeug sich entwickelt hätte. Andreas Krieger. Vor 12 Jahren hat sich Heidi Krieger einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Aus Heidi wurde Andreas. Heute lebt er in Magdeburg. Er betreibt einen Laden für Outdoor- und Army-Textilien. Vor mehr als 2 Jahrzehnten war der Lebensmittelpunkt noch Berlin, die Trainingshalle des SC Dynamo. Damals bekam Heidi Krieger regelmäßig Anabolika, männliche Hormone, in hohen Dosierungen, von Trainern und Ärzten angeordnet. Nur dadurch war das schier unmenschliche Krafttraining möglich. Ich war in der Lage als Frau, also ich habe richtig, naja, warte mal, ich habe mir mal zusammengerechnet, innerhalb von 10 Tagen habe ich so um die 100 Tonnen bewegt. Und das ist eigentlich für eine Frau normal, nicht normal. Besuch beim Friseur. Heidi Krieger, vollgestopft mit männlichen Hormonen, war sich damals schon nicht sicher, ob ihre Seele im richtigen Körper zu Hause war. Eine Veranlagung in die männliche Richtung, vermutlich schon zu einem gewissen Grad vorhanden. Die Besuche beim Friseur nicht immer unproblematisch. Also die Damen beim Friseur wollten mich dann einfach weiterschicken in die Herrenabteilung, weil sie mich als Frau so nicht mehr erkannt haben. Das Gemeine an der ganzen Sache war, dass ich also dann zwei Friseurinnen nach vorne gekommen sind und da sagt die eine zur anderen, wo sitzt die aussieht wie ein Kerl. Sie sind eine junge Athletin, deren im Prinzip alle Türen offen stehen. Wo möchten Sie einmal hin? Na, ganz nach oben, wo ein Athlet hin will. Ich will in 88 zu Olympischen Spielen, das ist gut. Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Dankeschön. Ihnen, dass es klappt. Danke, Danke. Heidi Krieger. Aus den Spielen wurde nichts. Statt Olympia 88, Jahre später, OP-Tisch. Dieser Gedanke in Heidi Krieger, er war damals noch nicht fassbar. Die Trainer und Ärzte beeinflussten die freie Entscheidung über ihre Zukunft durch die massive Verabreichung von männlichen Hormonen im Kindesalter. Mit knapp 16 habe ich diese Pillen bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Sport hat mir meine Biografie gestohlen. Man hat mit diesem massiven Dopingmissbrauch meine Biografie verändert. Und ich hatte selbst keine Möglichkeit, entscheiden zu können, in welche Richtung mein Leben geht, meine Biografie. Ich bin bestohlen worden. 8 Jahre nach dem Mauerfall war es soweit. Geschlechtsumwandlung. Das war der einzige Weg für mich, um aus dieser Misere rauszukommen und zu überleben. Zu überleben? Zu überleben. Also ich sag mal, wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte, diese Operation zu vollziehen, ja, würde ich sagen, dann wäre ich heute nicht mehr. Dann hätte ich mir irgendwann das Leben genommen. Das Leben von Andreas Krieger ist jetzt ein anderer Kampf, ein Existenzkampf. Als ausgebildeter Mediengestalter hatte er in Magdeburg keine Chance auf einen Job. Mithilfe einer bescheidenen Entschädigungszahlung für DDR-Dopingopfer machte sich Andreas Krieger selbstständig. Das ist die Siemer-Hose. Genau. Die wird, denke ich, auch reichen. Okay. Ja? Gut. Telefonnummer habt ihr? Wenn nicht, nimmst du nochmal ein Kärtchen mit. Ja, gut. Festnetz, das Telefon und Fax. Mhm. Ich muss erst ganz komisch bimmeln, dann höre ich dich hier. Macht's gut, schönen Dank. Also wenn es gut läuft, dann sind es so ungefähr 10 Kunden am Tag. Ich könnte, wenn ich das hier alleine führen würde, könnte ich nicht leben, ne. Mhm. Das reicht vorne und hinten nicht. Also ich decke meine Kosten und es bleibt immer ein bisschen was über, aber das liegt noch weit unter Hartz IV. Wovon leben Sie dann?
Tja, von dem Verständnis meiner Frau. Hier traf er sie zum ersten Mal. Berlin im Jahr 2000. Der Prozess gegen einstige Spitzenfunktionäre des DDR-Sportsystems. Andreas Krieger. Er trat damals erstmals öffentlich auf. Im Gericht lernte er Ute kennen, auch sie ein Dopingopfer. Ute Krause, Schwimmerin der DDR-Auswahl, musste ebenso männliche Hormone schlucken als junges Mädchen. Seit 2002 sind die beiden verheiratet, Mann und Frau. Ich fühle mich vollwertig als Mann. Und ich genieße es, dass ich also von der Öffentlichkeit auch so angenommen werde. Das ist der positive Effekt, von dem im Schluss, diesen Entschluss umzusetzen, dass ich sage, also das war dann doch das Richtige, was ich getan habe. Ich habe mein Leben wieder im Griff. Komm hier schon. Also Tomate und sowas, das ist alles noch im Kühlschrank, aber. Mit Utes Tochter Katja aus erster Ehe leben sie unter einem Dach. Ich gucke ein bisschen gierig rauf. Ich hatte heute auch noch ein bisschen Essen. Ja? Ute und Andreas Krieger, beide jetzt Mitte 40, haben vergleichbare Erfahrungen mit Dopingmitteln in ihrem Leben gemacht. In manchen Dingen tut es eben wirklich gut, dass man sich wirklich nicht gegenseitig die Dinge erklären muss. Das ist dann einfach so und das ist dann zwar nicht ganz toll, aber es ist dann auch kein großes Drama. Es ist wirklich so, wenn man diese Dinge dann eben halt auch miteinander teilt, dann wird es leichter, es wird einfacher. Also die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit anderen jungen Frauen, ist es einfach so, dass es sich schwieriger jemandem gegenüber zu erklären ist, der es selber nicht erlebt hat. Es ist so, dass wir nie die Vergangenheit ausblenden können oder vergessen oder verdrängen können. Wir kommen immer wieder zu einem bestimmten Punkt und wenn es nur einfach über Träume ist, dass man sagt, Mensch, ich habe schon wieder über den Sport geträumt, also man ist immer noch irgendwo dabei. Aber dann muss auch wieder ein Cut passieren, dass man sagt, also das Eigentliche, was wir ja wollen, ist ganz normal zusammenleben, ganz stinknormal miteinander glücklich sein. Das Leben dennoch eingeschränkt. Die Folgen des Hochleistungssports und des massiven Zwangsdopings machen sich bei der früheren Kugelstoßerin bis heute bemerkbar. Schwerheben ist nicht mehr so. Also ich bekomme relativ schnell meine Quittung, dass ich dann also nicht mehr laufen kann vor Schmerzen, weil mir wirklich dann auch die Beine und der Rücken wehtun. Am besten geht immer noch Fahrrad vor. Ja, das ist das Einzige. Ja. Also das ist das Einzige, wo ich sage, also das ist noch was wir machen können, beide machen können, weil es einfach, sagen wir, relativ gerade Bewegungen sind. Die Konsequenzen aus dem Leben als DDR-Leistungssportlerin werden für Andreas Krieger stets spürbar bleiben. Immer wieder wendet er sich der Vergangenheit zu. Die Medaillen und Orden von einst hat er noch. Viele Erinnerungen aus dem Ostberliner Dynamo-Club unter Vorsitz des Stasi-Ministers Erich Mielke. Die wichtigste Medaille besitzt Andreas Krieger nicht mehr. Das EM-Gold von 1986. Er stiftete es zugunsten eines Preises des Dopingopferhilfevereins. In dieser Initiative engagiert er sich stark. Dass frühere DDR-Trainer jetzt pauschale Erklärungen zu ihrer Dopingbelastung von einst abgeben, damit sie im Deutschen Leichtathletikverband weiterarbeiten können, dagegen wehrt sich Andreas Krieger mit vielen anderen Dopingopfern vehement. Also für eine moralische Aufarbeitung oder überhaupt für eine Aufarbeitung dieser Geschichte wäre wirklich, dass sie diese Trainer nicht mehr beschäftigen. Ganz einfach. Aus meiner Sicht gehören diese Menschen nicht mehr in diese Position als Trainer und dürfen mit Sportlern zusammenarbeiten. Und schon gar nicht mit Schutzbefohlenen. Also auch mit Nachwuchssportlern dürften sie nichts mehr zu tun haben. Nachwuchssportler. So wie Heidi Krieger einst, als sie zwangsgedopt wurde. Die Folge davon ist schier unglaublich und wird Andreas Krieger bis an sein Lebensende begleiten. Heutzutage nämlich muss er wieder ähnliche Mittel nehmen. Aus anderem Grund als damals. Diesmal sind sie vom Arzt als Medikamente verschrieben, um sein hormonelles Gleichgewicht als Mann zu halten. Lebenswichtig. Andreas Krieger. Zwei Biografien. Ein Leben.